Hallo und willkommen zurück zum sechsten Fenster des Arbeitsblattes der Polynomdivision. Schon im vorigen Video haben wir geübt, wie man durch eine zweistellige Zahl dividiert und haben ein Ergebnis mit Rest herausbekommen. Davor haben wir schon die Polynomdivision ohne Rest geübt. In diesem Video ist es unser Ziel, die Polynomdivision mit Rest durchzuführen. Solltest du die Polynomdivision ohne Rest noch nicht beherrschen, geh bitte zurück zu den entsprechenden Videos und übe dies. Wir werden nun das Polynom 6x hoch 4 plus 10x hoch 3 minus 10x hoch 2 plus 42x minus 10 durch das Polynom 2x² minus 4 dividieren. Vielleicht möchtest du es selbst probieren, pausiere dafür nun kurz das Video. Als ersten Schritt nehmen wir den ersten Summanden 6x hoch 4 und dividieren den durch den ersten Summanden von dem Polynom, durch das wir dividieren, 2x² und erhalten 3x². Dieses schreiben wir hinter dem ist gleich. Nun multiplizieren wir das 3x² mit 2x² minus 4. 3 mal 2 ergibt 6x hoch 4. Und minus 4 mal 3 ergibt minus 12x². Ein Hinweis: Schreib immer genau dort den Summanden hin, wo auch die entsprechende Potenz steht. Also x² unter x² und x hoch 4 unter x hoch 4. Denn dann tust du dir beim Subtrahieren leichter. 6x hoch 4 minus 6x hoch 4 fällt weg. 10x hoch 3 minus 0 wird einfach herabgeschrieben. Minus 10x² minus minus 12x² ist minus 10x² plus 12x² ergibt also plus 2x². Und die beiden anderen Summanden werden einfach herabgeschrieben. Nun schauen wir wieder, wie oft 2x² in 10x hoch 3 hineingeht. 10 durch 2 ist 5 und x hoch 3 durch x² ergibt x hoch 1. Wir schreiben dies dahinter hin, plus 5x und multiplizieren dies nun mit 2x² minus 4, ergibt nämlich 10x hoch 3. Und minus 4 mal 5 ist minus 20x, welches wir wieder unter dieselbe Potenz schreiben. Wir subtrahieren dies wieder. Die beiden Zahlen werden einfach herunterschrieben, also 2x² minus und minus ist plus, also plus 62x minus 10. 2x² dividiert durch 2x² ergibt 1. Also haben wir plus 1. Einmal 2x² ergibt 2x², einmal minus 4 ist minus 4. Wenn wir das nun von der oberen Zeile abziehen, ergibt dies 62x minus 6. Und dies ist unser Rest. Und der einzige Unterschied zur Polynomdivision ohne Rest ist, dass wir nun diesen Rest nehmen und einfach als Bruch hinten dazu schreiben. Also wir schreiben plus einen Bruchstrich, 62x minus 6 dividiert durch 2x² minus 4. Hier hast du alles noch einmal schön vor dir. In jedem Schritt eliminieren wir den führenden Term vom Zählerpolynom. Das Zählerpolynom ist das, was du hier aus Blau siehst, sprich, der Zähler ist ja das, was über dem Bruchstrich steht.
Wir haben gesehen, dass 2x² in 6x hoch 4 3x hoch 2 mal geht, wenn wir das multiplizieren mit unserem Term 2x² minus 4, ergibt das 6x hoch 4 minus 12x². Wir ziehen das ab, bekommen das neue Polynom 10x hoch 3 plus 2x² plus 42x minus 10. Der Summand 10x hoch 3 dividiert durch 2x² ergibt 5x. 5x multipliziert mit 2x² minus 4 ergibt 10x hoch 3 minus 20x. Das noch einmal abgezogen ergibt 2x² plus 62x minus 10. 2x² in 2x² geht plus einmal. Einmal 2x² minus 4 ergibt 2x² minus 4. Wenn wir das abziehen, erhalten wir 62x minus 6 als Rest. Diesen Rest schreiben wir als Zähler einfach addiert hinten dazu einen Bruchstrich und wir dividieren dies durch 2x minus x² minus 4. So funktioniert eine Polynomdivision mit Rest. Im nächsten Video werden wir das alles noch einmal genau üben.